und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey Leute, Crimex hier, was geht, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu Traymakers, heute mit dabei Russik. Was geht? Ich bin ein Hai, siehst du, wie ich schwimme und wenn ich komme, dann bin ich wie ein Delfin. Hua! Heute, meine Freunde, werden wir Boote bauen, aber nicht normal wie sonst. Und zwar heute mit 1 Minute, 5 Minuten und 10 Minuten. Wer baut in diesen Zeiten das beste Boot? Und das werden wir dann immer direkt testen. Und Bro, ich würde sagen, bist du bereit? Also ich muss ganz ehrlich sagen, 1 Minute ist sehr kurz, aber ja, das wird echt schwierig, Boot in 1 Minute. Ich hoffe, ich werde überhaupt treiben auf dem Wasser. Digga, ich hoffe auch. Leute, lasst uns mal ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1 und let's go! Okay. Schönes Wasser. Oh mein Gott, wie schlecht. Ich hab dich. Oh mein Gott, ich werd so verkacken, Bro. Ich will ja nichts sagen, aber ich hab halt das Gefühl, dass ich einfach nur happy bin, wenn ich schwimmen kann auf dem Ding drauf. Digga, ich hab das Gefühl. Nein. Ich hab das Gefühl, dass ich keine Gefühle hab. Oh, oh. Das war Deep Man. Nein. Das war Deep Pro. Das war's bei uns. Okay. Ei, Karamba! Okay. Ist nicht schlecht. Es könnte was werden, Bro. Ich muss ganz ehrlich sagen, es könnte tatsächlich was werden. Wie kann man das Ding lenken? Ich weiß es nicht. Ach, die Lenkung! Nein, die Lenkung! Warte. Die Lenkung gibt's nicht, Bro. Sei froh, wenn du schwimmen kannst. Und die Zeit ist um, Bro. Zeit ist um. Ich hab noch kurz mein Ding. Es darf nichts mehr gemacht. Digga, ich hoffe, das Ding schwimmt überhaupt. Bist du bereit? Ey, ich bin echt bereit. Digga, warte, ich spawn erstmal meins hin oder spawn du deins auch mal hier ins Wasser. Oha! Ja, was hast du für einen Giganten gemacht? Nein, es kippt aber. Du hast voll den Giganten gemacht. Das ist meins. Lol, okay, deins funktioniert irgendwie besser. Meins fällt direkt um irgendwie. Bro, also. Ey, Mann. Nein, man kann nicht fahren. Ey, scheiße. Aha. Guck mal, Bro, bei mir. Digga, das fällt direkt um. Ich kann schwimmen. Okay, kannst auch lenken so ein bisschen. Doch. Ja, so halbwegs. Halb? Gut, okay, Leute, okay. Ich würde sagen, Ole! Es ist zwar auch nicht gut, aber der erste Punkt geht trotzdem an Russak, weil sein Ding... Bruder, ich habe ein Jet gebaut hier. Jetski, das Ding ist, sein Ding kippt wenigstens nicht von alleine um. So. Bro, dann würde ich sagen, hol mal dein Ding wieder aus dem Wasser raus. Jetzt kommen wir nämlich zur zweiten Episode, sage ich mal. Und zwar jetzt, und lauf mal vielleicht ein paar Meter weg von mir, damit man das nicht direkt sieht. Und zwar jetzt... 5 Minuten haben wir jetzt Zeit, okay? Ach so, 5 Minuten jetzt, ja? Jetzt 5 Minuten. Also ich kann dir einen kleinen Tipp geben. Bau vielleicht lieber am Wasser, damit du direkt am Wasser das testen kannst, ne? Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Idee. Weil das war, glaube ich, gerade dein Fehler. Ich habe einen Bump gemacht, weil ich einfach das paar Mal ins Wasser geworfen habe und geguckt habe, ob es schwimmt oder nicht schwimmt. Okay, dann würde ich sagen, es geht los in 3, 2, 1, let's go. Okay, let's go. Diesmal muss ich ihn fertig machen. So, ich werde das wieder ähnlich von der Taktik her machen. Oh, ich klick die ganze Zeit daneben. Klick daneben, Junge. Ey, Bruder, du machst mich nervös ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, das ist sehr gut. Ich werde diesmal was bauen, da wird der heulen. Dann würde ich sagen, mach mal erstmal den ersten Wassertest, nicht, dass der Idiot wieder umkippt. Ja. Der kippende Boot. Okay, falsche Dinger platziert. Moin, Meister. Der immer andersrum. Ey, wie komisch ist das Teil, bitte? Oh mein Gott, Digga, der trippt ja hier komplett, Alter. Das nervt ja übel. Digga, wie fährt der denn? Okay, also ihr merkt, es geht diesmal zumindest schon mal nicht von alleine unter, aber die Performance ist natürlich immer noch komplett... Ey, Bro, ich sag dir, Boote bauen ist echt kompliziert, ne? Boote bauen also jetzt for real. Eine harte Nummer. Jetzt for real, ja? Das ist echt nicht einfach. Ich hab's mir einfacher vorgestellt, ein bisschen so. Wir dürfen nicht wieder übertreiben, dass das Ding hier komplett am rumtrippen ist. Okay, guck mal, jetzt kackt der hier wieder ab. Ey! Aber... Leute, ihr seht, es ist schon mal, es ist, ja, so halbwegs. Aber das kriegen wir noch besser hin. Ich bin am Überlegen, das komplett anders zu machen, mit einem anderen System dahinter. Und zwar werde ich hier diesmal eine Lenkung einbauen. Wie habe ich denn immer diese Lenkungen gemacht? Okay, wir bauen das hier mal ein bisschen größer, Leute. Ey, Bro, du hörst dich so an, als würdest du was richtig Krasses bauen, Mann. Digga, ich baue ein Raceboot. Ich baue hier einfach ein richtig krankes Raceboot. So, dann müssen wir mal schauen, wie jetzt...
hier die Dinger anordnen. Ich glaube doch, wir müssen das mit dem System machen, was wir gerade schon hatten. Was sagt eigentlich? Oh, Digga, wir haben noch weniger als zwei Minuten. Oh. Kannst du nicht sowas für dich behalten, einfach wenn es knapp wird? Bitte. Ja, okay, dann sag ich dir nicht. Dann sag's mir lieber nicht, weil dann ist die Überraschung größer. Okay, warte. Check. Okay, müssen die... check. Ach. Zack. Doch, das ist gut. Zack. Oh, ich bin auch dumm, Leute. Ich bin auch dumm. Ich kann das doch ganz anders machen. Wir machen das ganz anders. Ich bin mit einer der dümmsten Menschen. Wir machen das nämlich ganz anders vom System jetzt her. So, check. Komme mit einem Chatpack. Jetzt geht's einfach nur noch darum, wie wir das von der Gewichtsverteilung her machen. Und dann sollte das aber eigentlich gar kein Problem sein. Guck mal, so. Das ist die Technik, wie wir das machen. Und Russak hat nicht die Technik. Wir werden es ihm nämlich auch nicht sagen, wie wir das hier machen. Warte. Sag mir doch mal, Bro. Ich habe das krasseste Teil gebaut, was es gibt. Ich glaube nicht, Bro. Es lenkt halt einfach. Wichtig. Das Ding ist mir nur ein bisschen noch zu fett hier, das Fahrhaus. Dann machen wir lieber dann so ein Ding hier vorne drauf. Also ich bin sehr, sehr gespannt, was du haben wirst. Ich bin auch sehr gespannt, was ich haben werde, weil das sieht... Und guck mal, wir müssen nur, glaube ich, die Lenkung anders machen. Ein bisschen anders. Ja, die Lenkung ist noch verdreht. Dein Bein ist verdreht. Ich glaube, größere Paddel. Und die Zeit ist in 10 Sekunden over, Bro. Nein. Großen Paddel dran. Oh, die sind, glaube ich, zu groß, die Dinger. Digga! Zeit ist over, Bro. Oh mein Gott, ich komme. Performt nice. Sieht zwar noch nicht optisch gut aus, aber Performance ist... sehr, sehr lit. Okay, Bro, wir treffen uns da wieder am Strand. Jetzt kommen die 5-Minuten-Boote. Okay, also optisch ist natürlich noch Schmutz, Leute. Aber jetzt haben wir schon mal eine gute Grundlage und mit dem nächsten Level werden wir eine richtig geile Optik auch noch machen. Denn, Leute, beim 10-Minuten-Boot wird auch die Optik bewertet. Was? Ja. So, Brudi, ich bin da. Zeig mal her, was du gebaut hast. Was hast du für ein cooles Boot, Bro? Also, ich sag dir ehrlich, optisch bin ich zwar nicht wirklich zufrieden damit, aber... Es fährt sich sehr gut. Aber hol erstmal dein 5-Minuten-Boot her. Bro, ich habe den größten Fehler gemacht, den es gibt. Ja, was hast du denn gemacht? Ich habe die Optik so schön gemacht wie noch nie, aber... Und dann kannst du nicht schwimmen. Ich sag dir ehrlich, ich dachte, Optik zählt jetzt schon. Guck dir das an. Ja, Digga, Optik wäre auch schon wild jetzt hier, aber... Wäre schon wild, aber... Guck dir das an! Digga, das hat ja schon echt so eine Jetski-Vibes. Pack das bitte erstmal einfach neben meins. So. Es sieht wirklich gut aus, aber Bro... Steig mal drauf und versuch mir mal nachzufahren. Meins sieht zwar nicht so schön aus, aber ja, es geht ja um die Performance. Ich fahr dir nach, Bro. Ich komm gleich. Ich bin gleich da. Okay, guck mal, Digga, wie mein Ding fährt hier. Ich kann lenken. Ja, ich komme. Ich kann lenken in alle Richtungen, wo ich fahren möchte. Das Ding kippt nicht um. Es sieht zwar gut aus, aber es ist leider nix. Ich muss leider zu... Nee, okay, das darfst du recht tatsächlich. Guck mal, mein Ding ist so richtig schön. Alter, richtig schön, ja? Jetzt, wenn du die Optik noch hinkriegst, dann sieht's echt schon gut aus, ja. Okay, dann würde ich nämlich sagen, zweiter Punkt geht an mich. Das heißt, es steht 1-1 und alles entscheidet sich jetzt mit der 10-Minuten-Challenge. Wer das Ding heute, das gesamte Video gewinnen wird. Bro, bist du bereit? Ich bin ein bisschen nervös. Ich muss jetzt mein Boot zum Schwimmen bringen. Ne? Baust du weiter? Nee, man muss neu, jetzt wieder neu. Ah, okay. Ja, bist du jetzt bereit? Mal. Okay, let's go. Okay, 10 Minuten, alles gut. 10 Minuten, ich achte auf Zeit, okay, und let's go. Das war eigentlich von den Maßen her, sah das schon gut aus. Ich werde auch wieder so ein bisschen die Grundlage von gerade eben verwenden, nur diesmal werden wir das einfach schöner bauen. Das wird jetzt ein richtiger... Jetzt gibt's ja auch einen Optikpunkt, ne? Jetzt wird auch die Optik tatsächlich bewertet, Minion. Also hier ist so ein schön, wo man drin sitzt, dann bauen wir so ein bisschen Karosserie außenrum und wir müssen auf jeden Fall auch wieder an die Lenkung denken und die Lenkung muss auch wieder cool aussehen. Und ich würde aber sagen, Leute, wir nehmen lieber diese kleinen Paddel, weil ich finde, die kann man besser verstecken. Das sieht irgendwie cooler aus. Aber das wird, ey, ich sag euch ehrlich, ich werde auch richtig viele Motoren reinkloppen und so. Das wird ein geiles Ding werden. Wild. Ich habe eine Idee. Wir machen das so, dass man das gar nicht sieht. Wir bauen das hier so zusammen, dass man das gar nicht sehen wird. Boah, Bro, ich werde so ein nices Boot bauen. Da ist heute leider Endstation für dich, Russik. Ich weiß, du bist eigentlich ein guter Bauer. Wissen auch die Leute, aber heute... Aber das ist Zeitdruck, Mann. Das ist zu viel Zeitdruck. Baba-mäßig, Leute. Müssen wir natürlich noch diese Turbinen anbringen. Jetzt machen wir nämlich mal die ersten Performance-Checks gleich, ob das Ding überhaupt fährt. Jetzt die Schwimmkörper nicht vergessen. So, Leute, Schwimmkörper, check. Und dann würde ich sagen, Performance-Test jetzt. Oh. Alter! Es funktioniert übelst gut jetzt schon. Ist halt die Frage, wir könnten jetzt nochmal... Vielleicht müssen wir auch diese großen Dinger hier verwenden. Hier diese großen Paddles. Digga, man hat hier wirklich diesen anderen Zeitdruck, Leute. Ah, das geht hier aber nicht unten dran. Ah doch, geht. Und jetzt lenkt's auch. Und jetzt lenkt's richtig gut.
Stark. Guck mal, wie wir hier hin und her lenken können. Mashallah, Leute. Also, Russik, das sieht nicht gut aus für dich. Denkst du? Jetzt müssen wir natürlich noch die Optikpunkte nach Hause holen. So, zack. Wenn man hier das ein bisschen weiter nach vorne verlagert. Okay, okay, wir kümmern uns jetzt um die Optik, Leute. Das muss natürlich jetzt auch noch gut sein. Erstmal würde ich das Ganze... Oh, guck mal, Leute, man, jetzt ist mal da. Nee, ich sag nicht, was wir machen, aber ihr seht's. Wie sieht ein Boot aus? Lass mal überlegen. Boot geht ja so vorne so ein bisschen spitz zusammen. Also ich würde sagen, das hat so eine Bootsansätze hier. Du bist also ein Boot, wie du das argumentierst. Ich denke, ich bin ein Boot. Digga, ich bin irgendwie, ich weiß nicht, was ich bin, Bro. Ich bin halb Boot, halb Fisch. Wir könnten so ein bisschen, oh, ich habe noch eine wilde Idee, Leute. Müssen wir mal gucken, nicht, dass das von der Performance her zu sehr reinhaut. Wie lange haben wir noch Zeit? Die Zeit ist in drei Minuten. Oh mein Gott, ich habe so eine komische, also was Boot angeht, bin ich echt... überfragt. Aber es gibt ja auch einen Optikpunkt, ne? Ja, safe. Das Ding ist, ich gehe halt jetzt unnormal auf Risiko, weil es hat gerade alles funktioniert, aber jetzt gehe ich halt noch auf Optik und das kann jetzt aber nochmal die komplette Performance über den Haufen werfen. Du weißt, wie das ist. Man macht noch ein paar Sachen mehr dran, auf einmal funktioniert nichts mehr. Richtig. Und aus diesem Grund werde ich jetzt gewinnen, weil du jetzt einfach einen Fehler machst. Ah, freu dich nicht zu früh, mein Junge. Oh, guck mal. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Das ist, also, zack. Rein optisch, Digga, ist das sehr, sehr wild. Digga, das ist halt ehrlich. Es ist halt ehrlich wild, Bro. Ich bin gespannt. Hier so. Ah, oh, schade. Oh mein Gott, guck mal, was wir hier noch dranhauen. Oh mein Gott. Was? Das sage ich dir nicht. Du wirst heulen. Es tut mir leid, das so zu sagen, aber du wirst leider heulen wie ein kleines Baby. Ich muss jetzt einmal ganz kurz noch die Performance checken. Nicht, dass jetzt hier auf einmal nichts mehr funktioniert. Das wäre jetzt natürlich... Es funktioniert nichts mehr, Bro. Tut mir leid. Das sieht besser aus. Es funktioniert noch! Nein. Aber es ist ein bisschen wackeliger, die Angelegenheit, aber es funktioniert noch. So, guck mal, was wir jetzt mal... Oh mein Gott, ich habe jetzt meine Lenkung... Details einbauen. Leute, ihr werdet einfach gleich sehen. Wie lange haben wir denn noch Zeit, Brudi? Erzähl mal ganz kurz. Die Zeit ist eigentlich, um genau zu sein, jetzt genau abgelaufen. Genau jetzt. Was? Genau jetzt. Und du willst noch weiterbauen? Nee, ich bin fertig. Ich bin fertig. Okay, okay, ich komm. Ich komm. Ich speichere gerade ab und fliege jetzt zu dir. Digga, ich habe einfach eine Yacht gebaut. Was ist das denn? So, dann würde ich sagen, zeig mal dein Schmutzding, was du gebaut hast. Oha, also ich muss ehrlich sagen, optisch bin ich eine Nummer 1. Performance vielleicht nicht, aber bist du bereit, Brudi? Ja, zeig mal bitte deins. Zeig mal. Ich hab den Fisch gebaut. Lol, okay, er hat sehr auch Grace-mäßig. Ja, ich sag dir ehrlich. Gut. Doch, also das Ding ist, ich finde, es sieht sehr gut aus. Optisch ist super. Bro, bleib mal bitte hier. Optisch ist super, Brudi. Ich sag dir ehrlich, ja, es ist optisch super, aber hat man halt auch schon so ein paar Mal von dir gesehen bei dieser Fischbau-Challenge so vom Ding her. Weißt du, wie ich meine? Hey, du erinnerst mich sehr stark daran. Sagen wir es mal so. Sagen wir es mal so. Man muss auch manchmal, wenn man schon was gelernt hat, auch wieder anwenden. Doch, sieht cool aus. Bro, das Ding ist, guck mal bei mir. Ich habe halt wirklich so ein richtiges Good Life, so ein richtiges Luxusboot gebaut. So, guck mal hier mit diesem Holzboden innen drin, außen schön weiß, Holzboden und so. Das sieht so richtig einfach nach Urlaub aus. Hab hier noch so Leitern dran gemacht, wo man einsteigen kann und so. Ja, was das sagst ist cool. du? Es ist echt cool, es ist ein richtig chilliges Boot, Bruder, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Also bei mir ist es halt ein High-Jet-Ski-ähnliches Ding. Ich finde es auch cool auf eine Art und Weise. Also Leute, ich würde sagen, Optikpunkte entscheidet ihr das einfach. Ich will mich hier nicht... Also ist halt komplett anderer Stil, aber auch gut bei Russak. Entscheidet ihr, was findet ihr nicer. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wir bewerten das Ganze jetzt mal anhand der Performance. So. Okay. Geh mal, steig mal ein. Wir machen erstmal so ein bisschen langsam. Zeig mal, wie du so fahren kannst. Ja, ich kann alles ganz normal. Ich fahre hier mal nach. Links, rechts geht ohne Probleme. Rechts, links. Lol, ich bin ausgeschieden. Okay, warte. Aha. Also ich kann rechts, links. Ja. Nur das Ding ist, guck mal, du siehst ja, wie du geradeaus fährst. Ja. Wenn ich geradeaus fahre. Oh, da, ja. Dann kippt er um. Was? Digga, okay. Sind das etwa die Performance-Punkte für mich? Bisschen zu schnell. Also ich will jetzt nochmal kurz hier ein kleines Race. Also ich sag dir so, wie es ist, Digga. Guck mal, ich will jetzt ein Battle haben. Ja, okay, können wir machen. Slalom-Battle, komm her. Komm, Digga, siehst mein du Ding, die es Hütchen? Mich um, ich kann links, rechts, siehst du alles die fahren. Hütchen? Ja. Wir machen, wer das schneller fährt. Ey, ich hab ne Idee. Komm mal hier vorne zu mir. Wir machen, wer diese Dinger schneller fährt. Schneller durch Slalom durch. Okay. Auf Zeit. Bis man am fünften Hütchen vorbei ist, von der Zeit her. Okay, dann mach du, stopp deine Zeit, dann stopp meine. Okay, man einfach. Startet hier so von links. Du bist der Mann der Zeit. Dann, ich würde sagen, ich fahr zuerst. 3, 2, 1, los geht's. Okay, okay, nicht nervös werden, Erstes Brudi. Erstes gedingst, zweites gedingst. Ey, das ist ja richtiges. Oh Gott, oh Gott, okay, oh Gott. Und jetzt drittes, nein, drittes gedingst.
Oha, oha, aber oh nein, da jetzt Probleme. Fällt gerade ein bisschen wackelig, viertes. Und oh mein Gott, ganz knappes Ding. Und das war's für dich. Oh mein Gott. Nein, 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 du Digga. Bist abgetaucht. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Aber ich bin am fünften. Ich bin aber am fünften, Bro. Und jetzt zeige ich dir, wie es richtig funktioniert. Komm her, komm an den Anfang, Mensch. Bist du ready? Siehst du mich? Ja. Dü, es geht los. Okay, 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 okay. Eins. Oh, er startet richtig gut. Zwei. Dreht's jetzt auch. Jetzt fangen die Problems an. Okay. Alles ist noch gut. Alles ist gut. Vierten vorbei. Jetzt hat er sich auch gedreht. Aber war fast genauso aber gut. Aber ich bin ein Stück sagen. Weitergekommen, Bro. Du bist ein Stück weit ab. Interessant, ist schwer. Ich muss sagen, wir müssen einen Speed-Battle auch machen. Okay, dann machen es wir muss noch sein. Auf der Geraden. Ich, also, Gott, wenn du vielleicht ein bisschen dich besser bewegen kannst, dann würde ich sagen, Speed-Battle. Okay, sag dann. Dann 3, 2, 1 und los geht's. Guck mal, wer auf dem Speedy und alles ist. Warte ab, Bro. Guck mal, weil jetzt fängst du nämlich an rumzudopsen. Oh. Und mein Boot bleibt nämlich straight auf dem Wasser. Ich springe halt wie ein Fisch, Bruder. Trotzdem holst du mich nicht ein. Guck dir das an. Ja, nein, warte ab. Erinnert dich das an was, Bruder? Wie ein Fisch springe ich los. Aber warte ab, Bro, weil du dobst mir zu viel rum und ich bin die ganze Zeit gerade. Ja, Bruder, kein Problem. Und ich habe auch nämlich noch meine Düsenjets hineingebaut. Aber nein, wenn ich die aktiviere, dann gehe ich ins Wasser. Nein. Du hast keine Chance, der Speedy Gonzales. Ich werde langsamer. Ich bin ein schneller Fisch, Bruder. Guck dir das an. Tschüssi. Okay, weißt du was? Ich würde sagen, bis jetzt gleich stand und die Leute sollen dann entscheiden, wer den Optikpunkt bekommt, weil wer den Optikpunkt bekommt, hat das ganze Ding gewonnen. So, ich glaube, so machen wir es, Leute. Checkt gerne Rustag aus, bei ihm haben wir auch was aufgenommen. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crymax.